Zurzeit wird in der deutschen Gesellschaft über eine mögliche Grenzschließung diskutiert. Man diskutiert über eine mögliche Obergrenze für Flüchtlinge und wie man die Anzahl der Flüchtlinge reduzieren kann. Die Willkommenskultur hat sich eindeutig verändert und man berichtet sehr wenig über die einzelnen Geschichten und Schicksale der Menschen, die tagtäglich 1000 hier in Deutschland ankommen. Auf dem Weg von Leipzig nach Berlin habe ich im Zug spontan eine Familie getroffen, eine syrische Familie getroffen, die sich nach 5 Jahren in den Arm nehmen konnte. Und diese Geschichte möchte ich gerne heute mit euch teilen. شعورك انت؟ انا ما بعرف عم اجرب لانه هو اللي رباني متعلقت فيه كثير 5 سنين صعب غيابه عني بدل يوفق لي كان السبب هالوقفه كنت احلم انه اشوفه كنت ما أفقد الأمل من رب العالمين كنت أقول إلا بدي أشوفه مستحيل إلا بدي أشوفه إذا كنت رامي يا بس وين رامي؟ رامي لك هو معدل ماما خلاص خلاص رامي قدي مبسوط ما في شيء يوصف فرحتي والله ما في شيء والله ما في شيء الدنيا ما كنت مصدقة كان لأنه يقول يمكن موت وما أشوفكم والله قلت لك ما في شيء يوصف شعوري صار لي من امبارح ما نمت على أعصابي عم بستنى أمي على أحر من الجمر ما تعبان نفسيا متوتر والآن والحمد لله الله يسر لي إياها واو Ich hatte auch so ein bisschen Tränen in den Augen. Das Tolle ist, die Familie jetzt vereint und gehen nach Hause und freuen sich einfach, sich alle wieder zu treffen und die Arme zu nehmen. Ja,